Und damit herzlich willkommen zurück zu Let's Play Gothic 2, die Nacht des Rahmen. Ja, in der letzten Folge sind wir hier in diese Mine, haben wir diese Mine betreten. Ein bisschen was übers Erzschürfen erfahren. Und schaut euch mal an, wie die einfach gleichzeitig in die Erzklumpen, in die Goldklumpen reinhauen. Sogar die da hinten links, die drei. Okay, den dritten kann man jetzt nicht sehen, weil der hinter diesem Pfahl steht. Ach nee, der macht überhaupt nichts, oder? Nee, ich hab da doch gerade auch Funken gesehen, oder bin ich doof? Nee, ich bin einfach doof. Das sind die, die von da hinten rüberflutschen. Genau. So, was liegt heute an? Also erstmal möchte ich ja anmerken, dass ich richtig Angst habe, dass irgendwann mal was mit Gothic passiert, denn Gothic stürzt ja öfter mal ab. Wobei das eigentlich hier noch nie passiert ist. Was mich richtig freut, aber wenn dem Spielstand irgendwas passiert, ich meine, wir haben hier ja viele angelegt. Aber wenn jetzt wirklich irgendwann mal so ein Bug passiert, ich weiß nicht warum, aber wenn man mal hier so ein bisschen laden will und auf einmal kommt irgendwie so Application Error, ne, falls das welche von euch kennen, so ein ganz berühmter Gothic-Fehler und ich weiß nicht, woher er kommt, das wäre überhaupt nicht schön. Also ich würde so einen Herzinfarkt bekommen. Deswegen werde ich mir, glaube ich, bald ein paar Sicherheits-Safe-States machen und die so in irgendeinen Ordner reinpacken auf dem Desktop, damit da ja nichts passieren kann. Und ja, ich würde sagen, wir quatschen jetzt erstmal wieder ein bisschen hier mit den Sklaven und versuchen, was übers Erzhacken herauszufinden. Und dann gehen wir mal hier in die, ja, dann suchen wir hier so ein bisschen weiter was in der Mine ab, ne? So, Sklave. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Hey, du. Bitte schlag mich nicht. Okay, der hat nichts zu sagen. Hey. Was willst du von mir? Geh weg. Der auch nicht. Hey. Bitte schlag mich nicht. Ja, also von denen können wir wahrscheinlich nichts erfahren. Hey, du. Was willst du von mir? Geh weg. Nein, die wollen nicht mit uns reden. Und du wahrscheinlich auch nicht. Lass mich raten. Was willst du von mir? Geh weg. Wie alle einfach dieselbe Stimme haben. So, ich nehme jetzt erstmal hier die Fackel weg. Alle sind gerannt wie die Hasen. Mit dem brauche ich auch nicht reden, aber ich mach's trotzdem. Hey, du. Ich hab nichts getan. Lass mich in Ruhe. Alle haben dieselbe Stimme. Aber Wache, du sagst doch was anderes, oder? Weißt du was über die Gruft? Weißt du was über die Gruft? Ja, die Gruft liegt hinten in diesem Gang. Immer den Leichen nach. Dann wirst du sie schon finden. Haha, lustig. Ja, und wie sieht's aus? Wie sieht's aus? Schade, dass wir nur noch so wenig Sklaven haben. Wir müssen bald mal neue holen. Die Typen sind schon völlig kaputt. Das habe ich auch. Liegt wohl daran, dass sie so wenig zu fressen kriegen. So ein Arschloch. Dann haut er sich erstmal. Hier schicke ich die Butler wieder an die Arbeit, als dass ich den Hunden ein Stück Fleisch abgebe. So ein Arschloch, ne? Hammer. So, aber wir werden euch bald alle befreien. Verlasst euch drauf. Vorher nehme ich hier mal... Ne, warte mal, das sind die Sklaven hier, ne? Deren Sachen hier rumliegen. Komm, das lassen wir den mal, ne? Das lassen wir den mal. Ja, hier in einen Topf Wasser. Das lassen wir den... Den Lederbeutel allerdings nehme ich mit. Mit Gold können die wahrscheinlich hier sowieso nicht so viel anfangen. So. Butler. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Ja, genau. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Beinarbeit, das ist alles Beinarbeit. Die Kraft und der Schwung kommen aus den Beinen. Hier kann man sowas nicht machen. Alles klar, und wie läuft's? Wie läuft's? Solange die Sklaven arbeiten, rühre ich keinen Finger. Man muss eben auch. Ja, sehr nett. So, du bist der Koch hier, erzähl mal was. Hey. Ich könnte dir Sachen erzählen. Wie sieht's aus? Ich koche hier leckeren Eintopf für die Butler und die Wachen. Ich war ganz allein. Aber die Sklaven. Die kriegen nichts. Höchstens mal etwas schales Wasser und altes Brot. Das kann diesen Typen aus der Stadt nicht schaden. Ihr seid alle so nett hier, ne? Selbst der Koch. Also hier noch ein paar Buddler. Der gönnt sich da ein bisschen Wacholder Schnaps. Alles klar bei dir? Die Sklaven machen uns die großen Brocken weg. Wir ernten dann später die goldenen Früchte. Lustig. Ich will einfach nur was über das Goldhacken wissen und dann möchte ich am liebsten auch alle verputzen. Was? Warum seid denn alle so frech hier? Hey, du. Was muss ich über das Goldhacken wissen? Immer von unten nach oben hacken. Das ist zwar schwierig, aber auf diese Weise kriegst du mehr Gold aus dem Gestein. Aha, und wie sieht's bei dir aus? Hast du auch irgendwelche Sprüche auf Lager? Wie sieht's aus? Ich mache mir nicht die Mühe und hacke selber. Wir haben genug Sklaven, die das für uns erledigen. So leicht sind wir noch nie an unser Gold gekommen. Dass selbst die Butler nicht mit den Sklaven eine Sache machen, das ist Hammer. Was muss ich übers Goldhacken wissen? Kopfarbeit, Jungen. Goldhacken ist reine Kopfsache. Versuch nicht, den Fels zu bezwingen. Er ist härter als du. Mach dich von allem frei und versuche, eins zu werden mit dem Gold.
dann ist es wie ein Gebet. Eine Meditation. Aha, so, und ich frage jetzt mal nicht, wie es aussieht, weil du donnerst uns dann irgendein, Spruch ins Gesicht. So, gehen wir mal hier weiter. Wie gesagt, wir erkunden jetzt ein bisschen die Mine. Ach, hier ist anscheinend die Gruft, genau. Überall Leichen und die Musik wird ganz... Wow. Also, da kriegt man ja echt ein bisschen Angst, ne? Da ist nichts zu holen. Das hört sich aber auch so geil an alles hier, ne? Also, das ist echt eine sehr schöne Atmosphäre. So, was haben wir denn hier? Einen goldenen Ring, eine Sichel? Alter, was geht hier ab, Mann? Das hört sich echt alles ungesund an. Ja, alle Sklaven. Gestorben. Laborwasserflasche? Warum liegt hier eine Laborwasserflasche rum? Oh, oh. Gehen wir mal in die Gruft. Überall alte Münzen. Aha. Trank, eine Spruchrolle. Die Spruchrolle Angst ist das. Noch ein Trank. Ansonsten ist hier aber nichts. An der Fackel oder so kann man nicht ziehen oder so. Irgendwas passiert hier, glaube ich, aber später noch. So viel sei schon mal gesagt. Och, guck mal hier, schwerer Ass. Na, schade. Grundstöckel oder so haben wir hier nicht. Dann gehen wir mal wieder raus und nehmen die andere Abzweigung. Und dann werden wir einen alten Bekannten wieder treffen. So, wie viel Geschick haben wir? 80. Für die bessere Armbrust. Die haben wir noch gar nicht. Für die bessere Armbrust brauchen wir, glaube ich, 90. Ne, ach ja, Stärke braucht man ja für die Armbrust. Habe ich ganz vergessen. 90 Stärke brauchen wir dafür. Wir haben 15 Lernpunkte. Und noch, ja, 12.000 Erfahrungspunkte bis zur nächsten Stufe. Und ich habe was Schönes im Internet gelesen, denn Riordian kann uns wahrscheinlich das Tränkebrauen von einem Geschicklichkeitstrank lehren. Das wäre natürlich sehr schön. Hey, wo willst du hin? Willst du in diesen Gang? Naja, warum nicht? Da hinten sind noch mehr Sklaven. Wegen mir kannst du rein, aber schlag sie nicht so fest, dass sie nicht mehr arbeiten können. Schließlich wollen wir ja nicht, dass sie hier nur noch rumsitzen. Sie müssen Gold hacken. Verstehe. Und wer hat das angeordnet? Das ist ein direkter Befehl von Bloodwyn. Ich dachte, Raven wäre hier der Chef. Richtig. Aber er hat die Sklaven Bloodwyn geschenkt. Er hat wohl keine Verwendung mehr für sie. Aha. Lass die Sklaven frei, das sagen wir mal gleich. Komm, ich speichere mal direkt ab. Mal schauen, was er dazu, zu sagen hat. Lass die Sklaven frei. Pass mal auf. Bloodwyn hat hier das Kommando. Ihm gehören die Sklaven, also hat er das Recht, sie freizulassen. Außerdem hat Thoros da auch noch ein Wort mitzureden. Und was ist mit dir? Hast du hier irgendwas zu sagen? Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Ja, aber ich glaube, das juckt ihn nicht allzu sehr. Ich entscheide, wer in die Mine kommt. Du machst Estebans alten Job. Dann hast du ja gar nichts zu melden. Schwör ab. Ja. Wahrscheinlich müssen wir das Bloodwyn einfach umputzen, damit wir hier irgendwas sagen können. Und das werden wir bald auch erledigen. So, hier haben wir nur ganz viele Sklaven. Okay. Ein paar Fleischwanzen. Haben wir noch einen Lederbeutel oder so? Nee. Reden wir auch ein bisschen hin mit den Sklaven. Monty? Hey. Na? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Was muss ich übers Goldhacken wissen? Nun, der Einschlagwinkel ist entscheidend für eine solide Hackerei. Nicht zu flach und nicht zu steil. So kommst du an die Nuggets und deine Spitzhacke hält ewig. Sehr schön. Und wie sieht's bei dir so aus? Hey, wie sieht's aus? Ja, ich lebe und nur das zählt. Wenn du was besprechen willst, dann ist Patrick genau dein Mann. Alles klar, Patrick also. Vorher quatschen wir noch mit den ganzen anderen hier. Hey, ach, das ist Patrick schon. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Komm, sagen wir das einfach mal. Ich glaube, den Sklaven hier können wir vertrauen. Ich komme im Auftrag der Wassermagier. Ich bin hier, um euch zu befreien. So? Und warum sollte ich dir das glauben? Willst du hier raus oder nicht? Natürlich will ich hier raus, aber... Vatras hat mich geschickt. Wenn dir das nicht reicht, könnt er von mir aus alle in diesem Loch verschimmeln. In Ordnung. Ich glaube dir. Ja? Das ging schneller als erwartet. Okay. Jetzt brauchen wir nur noch einen Plan. Ein Fluchtversuch ist eine riskante Sache. William hat's versucht und ist dabei draufgegangen. Die Gefangenen sind Bauern und Arbeiter. Sie vertrauen mir zwar,
Aber sie werden sich nicht auf eine Flucht einlassen. Okay. Muss ich etwa alle Banditen töten, bevor ihr euch bewegt? Das wäre ja Wahnsinn. Aber das kann nicht der Plan sein. Sieh einfach zu, dass die Wachen uns nicht angreifen. Dann verschwinden wir von hier. Okay. Ich werde mich darum kümmern. Sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Alles klar. So, okay, sag den anderen, sie sollen sich bereithalten. Was macht er? Goldhacken. So, was geht denn hier so bei euch ab? Telbor? Hey, ich bin in Ordnung. Aber Pathos ist ziemlich am Ende. Wenn du was willst, rede mit Patrick. Er ist unser Vorsprecher. Okay. Hey. Was willst du? Ich bin nur ein gefangener Arbeiter. Ich hab nichts getan. Ich möchte doch nur ein bisschen mit euch plaudern. Hör mal. Nicht so aggressiv. So, warte mal. Wer ist hier voll am Ende? Irgendeiner ist hier am Ende, habe ich gehört? Ach, hier ist noch ein Gang. Fleischschwanze. Ja, wahrscheinlich ist das der am Ende ist. Wie geht's dir? Ich bin fertig. Völlig fertig. Ist es ein strahlender Sonnentag oder eine dieser klaren Nächte, in der tausend Sterne funkeln? Ich weiß es nicht. Wo ist der leichte Sommerregen? Wo die Kühle des Abendwindes? Ich spüre sie nicht mehr. Hier drin sterben die Augen zuerst. Okay, das war gerade ein bisschen buggy mit dem Dialog, ne? Eigentlich hätte der Held sprechen müssen, aber er hat angefangen zu reden. Naja, halte durch, die Rettung naht. Danke. Danke für deine Worte. Alter, der Arme. Hier, trink das. Fleischsuppe geben, Elixier der Heilung. Fleischsuppe nicht, nee. Oder sollen wir da mal abspeichern? Aber das gibt einen permanenten Stärkepunkt. Nee, komm, ich gebe ihn einen Extrakt der Heilung, Elixier der Heilung, Essenz. Ich glaube, Elixier ist das Fetteste, ich bin mir nicht sicher. Danke. Das hat mir gut getan. Okay, 300 Erfahrungspunkte. Immerhin. Ich glaube, mit der Fleischsuppe hätte es 500 oder so gegeben, schätze ich jetzt mal. Naja, fragen wir hier nochmal, wie es ihm geht. Wie geht's dir? Dank dir geht es mir besser. Ich fühle, wie meine Kräfte zurückkehren. Na, das ist doch schön. Dann halte dich schon mal bereit, ne, damit du den Wachen gleich ordentlich umputzen kannst. So, ich guck mal kurz auf den Timer. Mein Handy geht gleich aus, das ist überhaupt nicht schön. Ich bin jetzt bei 12 Minuten. Bisschen mehr. Tja, das ist jetzt nicht so die Welt, ne? So, ich rede nochmal eben mit Patrick. Hey. Hat der noch was zu sagen? Nee. Ja, anscheinend müssen wir nach Bloodwind und ihn umputzen oder so, weil wenn wir jetzt nochmal hier sagen, dass sie sklavenfrei, dann wird er natürlich uns auslachen, ne? Wenn man das so sagen kann. So, wie viel Prozent haben wir denn jetzt hier im Goldhacken? Hey. Das möchte ich wissen. Hey, du. Analysierst du uns? Ja. Kannst du meine Fähigkeiten im Goldhacken einschätzen? Bei dir würde ich sagen, du bist ein verdammt guter Butler. Okay, 80% hört sich doch wunderbar an. So, dann gehen wir mal weiter. Und wer steht da? Ist das Bloodwind? Nee, das ist nicht Bloodwind. Hey, warte mal. Gibt's Probleme? Minecrawler. Jede Menge Minecrawler. Wir sind hier auf ein Nest gestoßen. Okay. Warum greifen wir die Crawler nicht an? Hab ich auch gefragt. Aber die Garde hatte Wichtigeres zu tun. Bloodwind hat es mir überlassen, dieses Problem aus der Welt zu schaffen. Ich schätze, du hast nicht vor, dich mit den Crawlern anzulegen. Warum sollte ich? Damit wir an das Gold kommen, das in der Höhle ist? Das meiste wird sich eh Bloodwind reinziehen. Und für das bisschen, das ich kriege, riskiere ich nicht meinen Hals. Wenn du dich mit den Crawlern anlegen willst, lass dich nicht aufhalten. Nur lock sie nicht alle hier rauf, ja? Okay, kannst du mir noch was über Bloodwind sagen? Ja, er ist ein goldgieriger Bastard. Er kontrolliert jede neue Ader und jeden Klumpen. Für Gold ist ihm kein Weg zu weit, aber wir sind ihm scheißegal. Und sonst? Er hält sich für den Größten und kann's nicht leiden, wenn jemand besser dasteht als er. Okay, ich würde trotzdem nicht gegen ihn antreten wollen. Geh ihm am besten aus dem Weg und reiz ihn nicht. Es sei denn, du willst, dass er wütend wird und seine Beherrschung verliert. Okay, es wäre gewagt, seinen Geldbeutel zu stehlen. Das, probieren wir doch direkt mal. Und dann sprechen wir nochmal mit dem Butler da hinten. Hey. Der kann uns bestimmt was übers Goldhacken erzählen.
80 Gold, 120 Erfahrungspunkte, nice. So, Sklave? Hey, du. Was willst du von mir? Geh weg. Okay, er hat nichts zu sagen. So, speichere ich direkt nochmal ab. Und dann kümmern wir uns da um die Kiste. So, der Typ, na, guckt in unsere Richtung. Links, rechts, rechts, links, links, rechts, rechts, links, rechts. Okay, das war's. 11 Gold, 23 Pfeile, ein Trank, Gletscher, Quarz und ein Fisch. Und es interessiert ihn nicht. Wie geil ist das denn? So, alles klar. Ab geht's hier nach unten. Ist hier irgendwas Schönes in der Ecke? Nein, nur ein paar Crawler. Sehr schön, endlich geht's mal hier wieder ab. Mit ein bisschen Action. Ah, da setze ich mich doch mal direkt hin. Und mache mich kampfbereit. Mein Crawler. Die wir gut reinballern mit unserer Armbrust. Alter, ich habe den Crawler getroffen von so weit hinten. Wie bitte? Oh oh. Oh. Alter. Treffen das Vieh nicht. Jetzt habe ich es getroffen. Und. Alter. Okay. Da sahen wir alles andere als gut aus. Aber wir können die ganzen Zangen mitnehmen und das ist doch Herz allerliebst. So, also die haben ordentlich Schaden gemacht, ne, wie man sehen kann. Aber wir machen noch ordentlich Schaden mit unserer Armbrust. Also das kann man nicht anders sagen. So. Alter, sind die viele Minecraft, das gibt's doch gar nicht. So, komm, ziehen wir uns ein paar Dunkelpilze rein. Ihr wisst ja, unser Bonus ist nicht mehr ganz so weit entfernt. Wie geil. Da war er schon. Wie geil war das denn? Okay, da haben meine Vögelchen gerade einen Flattermann gemacht. Das hat man wahrscheinlich gehört. Manchmal fliegen die einfach so im Käfig los. Das haben sie gerade gemacht. Ist wahrscheinlich nichts Wildes. Die haben sich vielleicht nur erschrocken. Vielleicht eine kleine Fliege oder so. Nein, das war aber... Wahrscheinlich hat nur... Der eine Piepmatz den anderen angepickt beim Schlafen. Und dann haben sie sich erschrocken. Das kann mal passieren. Oh ja, jetzt kommen drei. So, dann kommt mal her, ihr Mistviecher. Ha! Fertig seid ihr. So schnell geht das. Sehr schön. So, mein Handy müsste sogar noch an sein mit 1%. Also, mit meinem Handy stimmt momentan auch nichts. Das ist echt ziemlich merkwürdig. Ich lade mein Handy komplett auf und innerhalb von 12 Stunden ist es wieder komplett leer. Und ich glaube, ich habe mir da irgendwie ein Virus eingefangen oder sowas, weil das ist alles andere als normal. So, hier sind ein paar Beeren. Eine Holzfäller-Axt haben wir gefunden. Hier ist eine Sprolle. Blauflieder, Lederbeutel. Nehmen wir alles mit. Wir lassen hier nichts verkommen. Ah, schaut mal hier. Das habe ich. Das übersehe ich nicht. Feuerwurzel, nice. So, oh, da sind sogar ein paar Minecrawler-Eier. Ja, nice. Das waren, glaube ich, alle, ne? So. Ja, das müssen alle gewesen sein. Alter, was ist denn hier passiert? Ein Trank, noch ein Trank. Ein paar Spruchrollen. Minecrawler-Zange, Pilze. Die werden wahrscheinlich vorzüglich schmecken hier, diese ganzen Pilze hier im Ei drin. Ach so, ein Lederbeutel ist im Ei. Wie kommt der da hin? Frag ich mich. So, die Goldadern lassen wir noch in Ruhe. Wir haben noch nicht 100% und ich meine, man kann 100% irgendwie erreichen. Wir haben jetzt erst 80, aber ich meine, wir haben mit jedem Sklaven geredet. Das ist schon ein bisschen merkwürdig. So, den Rest machen wir mit Dunkelpilzen. Wir haben so viele Tränke. Also, wir haben wirklich eine richtig krasse Sammlung an Tränken, Kräutern, da werden wir keine Probleme mehr haben. Und viele Spruchrollen haben wir auch, die wir alle nochmal nutzen können bald. Wenn wir vielleicht wieder im Canyon sind oder im Sumpf. So, gehen wir mal raus. Wir haben ja alle Crawler besiegt und ja, sagen das hier direkt mal Garrus oder wie er heißt. Jo. Die Crawler sind erledigt. So, das sollte es gewesen sein. Die Crawler sind erledigt. Bloodwayne ist schon auf dem Weg. Das ist doch das, was du wolltest, oder? Ich meine, du hast die Crawler abgemetzelt, damit Bloodwayne herkommt. Also, was immer du vorhast, tu es jetzt. Okay. Da ist Bloodwayne. Da ist er.
Die alte Sau. Da speichern wir nochmal direkt ab. Und Bloodwin schwebt auf einmal. Okay, auch nicht schlecht. So, Bloodwin. Warte mal. Du hast die Minecrawler getötet? Gut, ich übernehme jetzt. Los, verschwinde. Warte mal. Du bist noch nicht weg? Wir haben noch was zu klären. Ja, ich suche Raven. Ich suche Raven. Ja, und warum glaubst du, dass Raven ausgerechnet mit dir? Warte mal, du bist das? Du bist der Kerl, den wir die ganze Zeit gesucht haben. Was machst du hier? Du solltest längst tot sein. Das sagt man mir dauernd. Diese Pünden haben alle versagt. Aber an mir wirst du nicht vorbeikommen. Dieses Mal erledige ich dich. Wie ich bereits sagte, es ist Raven, den ich suche. Du bist nicht wichtig für mich. Ich werde dich töten. Ich habe bis jetzt jeden Kampf überlebt. Ja, wir auch. Alles hat mal ein Ende und ich dachte, ich hätte dich erwischt. Genug geredet, lass uns kämpfen. Alles hat mal ein Ende. Alles hat mal ein Ende. Ich werde dich trotzdem besiegen. Und ich habe die Explosion der Barriere ohne einen Kratzer überlebt. Tja, und wir? Du und viele andere Typen auch. Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Und wer glaubst du, hat die Barriere zum Einsturz gebracht? Ach, du mieser Hund. Du kannst mich nicht besiegen. Ich bin Ravens engster Vertrauter. Seine rechte Hand. Er hatte wohl keine Zeit, um wählerisch zu sein. Nee, ja, das war wohl sein größter Fehler. Komm, machen wir. Wir reizen ihn mal richtig schön. Ja, das war wohl sein größter Fehler. Ach, du mieser Hund. Genug geredet, lass uns kämpfen. Genug geredet, lass uns kämpfen. Es ist sowieso zu spät für dich. Raven ist gerade dabei, den Tempel zu öffnen. Stirb, Mistkerl! So, komm mal her, Bloodwin. Komm mal her, du. Komm, dräng mal dich mal an die Wand. Boah, da haben wir ihm gegeben. Aber er hat uns auch einen ordentlichen Kratzer verpasst. Bloodwins Schlüssel passt zu einer Truhe. Bloodwins Kopf. Sehr geil. Da haben wir ihn platt gemacht, die Sau. So, Gareth, was hast du dazu zu sagen?